Jetzt sind wir in der unteren Etage des Produktionsraums vor den hölzernen Washbacks von St. Kilian, 4 Stück an der Zahl. Das unterscheidet sich ja ein bisschen hier alles von dem, was man normalerweise in deutschen Destillerien sieht. Und das ist von euch auch bewusst so gemacht. Erklär mal, warum. Es ist eine traditionelle Anlage, Entschuldigung, wie es in Schottland eben benutzt wird, auch traditionell in dem Sinne hölzerne Washbacks, ganz klar. Großer Unterschied zu Edelstahl-Washbacks, wie man es auch in industrielleren Anlagen findet. Es ist eine traditionelle Mesh-Tun und wir haben natürlich Pot-Stills. Also das ist mal so zum groben Überblick. Die ganzen Gerätschaften sind von Forsyth geliefert in Schottland, vielleicht ein Begriff, und wurden aber dann mit deutscher Technik ergänzt. Das heißt, wir haben hier überall deutsche Technik in Form von Plattenwärmetauschern, Aggregaten, Rohrleitungsbau und so weiter zugefügt, haben zum Beispiel auch Kühlungsplatten in den Washbacks, sodass man die Temperatur regulieren kann. Wir haben also das Ganze ein bisschen weiterentwickelt, sagen wir es mal so, das Traditionelle mit dem Modernen verbunden. Das heißt, das ist auch einiges bei euch automatisiert? Es ist viel dargestellt auf einem Screen. Wir steuern also quasi über PC. Es ist aber alles Handarbeit. Das heißt, wir gehen halt nur nicht ran, machen das Handrad auf. In der Verschlussbrennerei kann man sowieso nicht, wie in Schottland, überall üblich an die Brennblasen und kann da was machen. Man kann nicht an den Spirit Safe ran. Das geht bei uns nicht in Deutschland. Die Verschlussbrennerei verbietet das. Und von dem her muss man viel darstellen, digital. Aber es ist alles Handarbeit. Also wir machen den Cut auch über Probenahme, über Geruch. Das ist also nichts automatisiert. Wir haben gewisse Teile wie das Schroten und das Maischen, das haben wir ein bisschen in ein Programm gepackt. Ja. Und warum habt ihr euch für hölzerne Washbacks entschieden und nicht für Edelstahl-Washbacks? Das war von Anfang an klar, das soll traditionell sein und auch ohne Abstriche. Und hölzerne Washbacks, klar, haben gewisse Nachteile, was die Reinigung angeht und so weiter, aber sie bringen natürlich auch immense Vorteile. Hölzerne Washbacks, wenn man reinriecht, wir werden das ja dann gleich mal machen, da riecht man schon, okay, da arbeitet was. Und da arbeiten eben Milchsäurebakterien bei einer etwas längeren Gärung, die wir auch haben, die arbeiten da mit und beeinflussen den Charakter des Bieres, der Wash. Und diese Beeinflussung, die macht eben auch nochmal einen ganz eigenen brennereitypischen Geschmack aus dann am Schluss. Und das war einfach dann klar, wenn traditionell, dann komplett. Und ja, das verknüpfen mit moderner Technik, ja.